So. Gut. Jetzt musst du mich, glaube ich, nur. Also, Einladung ist raus, weil ich nehme sie kurz. Ich hoffe, das ist soweit. Das klappt. Dennoch sehe ich gerade. Also, keine Charaktermission. Sollte man Charakter auswählen. So, da sind wir bei Ghostwitten Breakpoint. Und da bist du? So, meine Verletzung. Ich sehe dich, ich habe dich schon gesehen. Ich mache gerade mal kurz mal. Ich war noch gerade noch mein Outfit noch anpassen, weil das könnte man ja nicht. Das machen wir. Hau ich gleich alles. Adler am Boden. Ich glaube, das ist die nächste Mission. Erste Mission. Habe ich gerade nur kurz. So, perfekt. Da sind wir. Tada! Ich hoffe, dass das jetzt klappt mit der Stimme. Ich werde jetzt gleich mal reinhören kurz in die Aufnahme und dann geht es dann hoffentlich los, wenn es dann alles soweit eingestellt ist. So, alle Einstellungen sind da, man hört ihn und es geht los. Mit Ghost Recon Wildlands. So, was hast du gerade gesagt mit was ist geil? Kann ich mit was geht's los? Ghost Recon Breakpoint natürlich, Entschuldigung. Ja. Kleiner. Genau, Wildlands haben wir mehr oder weniger abgeschlossen. Nicht durchgespielt, aber abgehakt. Ja, ist halt so. Jetzt geht das ganze Ding hier, machen wir zu zweit. Ich kann euch schon sagen, die Folgen werden nicht immer täglich kommen. Das müssen wir mal gucken, wie es halt zeitlich einfach passt. Aber schauen einfach mal, wie weit wir kommen und wie früh häufig die Folgen kommen. Nur, dass ihr Bescheid wisst, wenn nicht immer täglich was kommen, braucht ihr nicht jedes Mal zu sagen, dann gibt es dann mal weiter, es wird weitergehen, aber. Aber zwischendurch mal unregelmäßig. So. Wir sind halt beide am Arbeiten und da kann man eben nicht immer. Ja, genau, das ist es einfach. Ich habe meinen Job, Markus hat seinen Job und. Das muss halt zeitlich passen. Bei einer Solo-Aufnahme ist das kein Problem. Da kann ich immer mir ein bisschen was einteilen, aber zu zweit ist halt dann immer ein bisschen blöde. So. Okay, jetzt kommen natürlich ein bisschen Tutorials. Ich höre Stimme. Erstmal schön im Schlamm gesuhlt. Noch Basis aus da drüben, aber verlassen anscheinend. Ich höre Stimmen. Also ich würde nicht wage nichts behaupten, dass das Ding nicht verlassen ist. Es sieht aber vom Zustand ja nicht mehr nach einer in einer vollfunktionstüchtigen Basis aus. Genau so ist es. Da haben sich einfach irgendwelche Leute noch niedergelassen oder suchen noch irgendwelche Überlebenden. Du weißt halt noch nicht, ob es Freund oder Feind ist, ne? Vielleicht sind das auch unsere restliche Tagertruppe. Ist da noch da was drin, was man brauchen könnte? Was haben wir denn hier? Ein Gewehr. Okay. Warte mal, ich guck mal gerade Options. Da hast du ja die die Waffen drin. Gut, nehmen wir die mit. Nehmen K1.
ich hier mal eine Kappe oder so, die ich. Ne, Kappe haben wir keine, okay, Handschuhe, Weste. Okay, bisher. Inventar, Kugel werfen. Zum Ablenken oder was? Ja. Also du hast, so wie ich es gelesen habe, unendlich Medipacks. Warte, hier vorne ist doch aber irgendwas. Ein schöner Tod. Eine Spritze. Story fortsetzen. Bei der 1 kannst du ins Waffenrad gehen. Ja. So, und jetzt müssen wir darüber. Na, ich komm rüber. Ich würde ja gerne mal wissen, ob man auch sowas wie na? Inventar. Hat man denn auch sowas wie so ein Fernglas, was wir im letzten Teil hatten bei Wildlands? Da konntest du mit so einem Fernglas gucken. Okay. Steuerkreuz links kannst du den Schalldämpfer runternehmen. Ich habe jetzt tatsächlich noch keinen gefunden, muss ich sagen. Kommt vielleicht noch, wenn wir was finden in die Richtung. Glittergranate. Okay. Kaliber 45. So, Kaliber, Munition, was haben wir hier noch? Muss mal ein bisschen hier looten, ein bisschen durchgucken. Ah, okay. Geht also auch. Was denn? Wenn du mit L2 zielst, kannst du im rechten Stick zwischen Ego und Schulterperspektive wechseln, was dir lieber ist. Ach so. Ja, Ego natürlich, ne? Würde ich sagen. Macht so ein bisschen real. Du kannst auch zum Beispiel das Fadenkreuz wechseln, wenn du auf Schießen, auf Zielen gehst und Steuerkreuz rechts. Oder links. Steuerkreuz rechts. Hier vorne ist irgendwo wieder ein Medipack. Geradezu. Willst du das haben? Was da auf dem Stein liegt? Ich glaube, das auf können dem wir beide jeweils nehmen, oder? Weiß ich nicht. Ich will dir nichts wegnehmen. Aber vielleicht sind wir auch einfach voll. Ja, kann das jeder sehen. So ganz gesund hört sich das Knarzen hier auch nicht an. Achso, das sind nur welche. Da sind auf jeden Fall Leute. Minimum 3. Frage, Freund oder Feind? So, noch eine Weste gefunden. Okay, gut. Was meinst du, sollen wir die 3 angreifen, die hier rumlaufen? Lese gar nicht. Rechts von uns? Okay, wer sind die?
Kannst du da Fight an, ne? Weil der eine hat etwas höheren. Ich weiß nicht, was diese drei Balken übereinander bedeuten. Das ist jetzt irgendwie. Es kommt bestimmt nur so ein Offizier oder so, Rangoffizier. Vielleicht schleichen wir uns auch einfach dran vorbei. Können wir auch machen. Ist vielleicht manchmal auch etwas besser. Also, die sind rot im Kreis, also vermutlich Feind. So, bin wieder da. Sorry, mein Controller war alle. Okay. Aber gar nicht gemerkt, dass du weg warst. So. Ja, gut. Vielleicht muss ich mein zwischendurch auch mal wechseln. Dann muss ich noch den Kopf herumstecken. Der andere lädt halt nebenbei. So. Da hinten, ne? Ja. Die drei, die da so rumschleichen. Aber ja, vielleicht ist es manchmal auch besser, die ein bisschen in Ruhe zu lassen. Wer weiß, was die einstecken können, vor allem, was die austeilen können. Wir haben, glaube ich, auch nicht die Mega-Ausrüstung, um es mit jedem anlegen zu können. Was kann der noch werden? So, untersuchen Sie die Absturzstellen. Videoclip? Stormcloud 1-1, hier ist Weaver, bitte kommen, over. Hier ist Weaver, kommen, over. Oh Gott. Kontakt, Kontakt! Feuer einstellen! Walker? Tut mir leid, Weaver. Gegner mit hoher Stufe. Wo ist die letzte Absturzstelle, die wir untersuchen sollen? Da hinten. Ja, also weiter nach rechts. Ich werde versuchen, immer eine Mission pro Folge zu bringen, aber das kann ich natürlich nicht versprechen, dass das immer klappt. Je nachdem, wie lange die sind. Ich weiß, wie lange die Missionen sind, ja. Das ist es halt. Wir spielen das ganze Ding zum ersten Mal und wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Schick aussehen tut's auf jeden Fall. Ja, aber da vorne sind zwei Leute, pass auf, gerade zu. Dann schläg dich doch mal hin. Die Frage ist, sind die von uns. So. Ich lieg mal hier so ein bisschen mit Schlammaske und so. Soll gut sein, habe ich gehört. Wollen wir die zwei erschießen? Oder meinst du, sollen wir die Leute ruhig lassen? Hast du einen im Visier? Rein theoretisch können die trennen sie sich gerade. Ja, ja. Oder? Ich würde sie wagen, beide gleichzeitig auf den Kopf. Welchen willst du denn nehmen? Ich habe den linken. Ja, den mit der hellen oder mit der. Ich habe den mit der blauen Hose. Ich habe keine Ahnung, was für eine Hose die haben, aber der eine. Hat der ein Fernglas oder so in der Hand?
Der hat ein Fernglas und der kurz vor dem Baum steht hier vor mir. Und ich nehme der, da sitzt. Okay. 3, 2, 1, bumm. Da war noch ein dritter übrigens im Bunde. Wo? Der ist nur kurz vorher aufgetaucht, als ich gesagt habe, schießen. Gerade, ich wollte Ja, gerade auf das. den Schießen, da hast du geschossen, da hast du aufgestanden, der sitzt. Da stehen noch zwei vor dem Hubschrauber. Ja, machen wir gleich. Aber das Gute ist, dass es nicht, du bist nicht gleich entdeckt. Du hast halt noch eine Sekunde, um den noch zu erschießen. Ja. Also, wenn wir die zwei noch mitnehmen wollen, dann hätten wir freie Bahn zum Heli. Die ziehen Das jetzt nach sind rechts. drei. Drei sind das? Ja. Ich habe zwei Pfeile. Ja, doch, du hast recht, ich das noch. Es sind mehrere. Vor dem Heli ist noch einer. Ich müsste jetzt die Pfeile sehen. Also du musst mit der Waffe ein bisschen drauf gucken, Also drauf. noch mehr. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, fünf sehe Laufen ich. alle gerade, laufen jetzt gerade alle vom Heli weg. Ja gut, dann gehen wir jetzt außen rum und würde sagen, langsam ran. Nach links rüber. Ja, Die ich bin laufen hier alle links in nach dem rechts. Tümpel. Ich laufe hier gerade komplett das Wasser durch. Ich check mal gerade ab. Ist vielleicht sinnvoller, ist nochmal ganz außen rum zu gehen, um nicht vielleicht einen kleinen Anblick von der Seite zu haben. Aber ich glaube, das sind nur wirklich diese Fünfe, die da rumlaufen. Videosequenz. Mayday, Mayday. Hier ist Ghost Lead. Hört mich jemand? Klar und deutlich, Ghost Lead. Wer ist da? Eine Freundin. Ich habe das Funkgerät von einem Ghost. Und dieser Ghost atmet noch? Ghost Lead. Man kann dem weißen Kaninchen folgen. Oder der Herzkönigin. Bitte Lagebericht. Das kann warten. Ihr Mann wird verarztet. Folgen Sie dem Pfad hinter den antiken Ruinen. Ihr Ziel liegt in den Bergen zwischen zwei Wasserfällen. Verstanden. Ghostlied Ende. Okay. Alter. War grad nicht sehr sexy, wie du da in mir standest. Gib zu, du magst es doch. So. Gut. Dann haben wir alle drei Abschlussstellen durchsucht, ne? Untersucht. Jo, also gehen wir jetzt da lang weiter. Ich habe gerade noch ein Scharfschützengewehr aufgesammelt. Mal, ich gehe mal kurz vor. Da sind noch mal welche. Vorsicht. Wo? Direkt vor uns auf dem Pfad. Ja. Dann auch vier, ne? Fünf, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, ja. Mit Fahrzeuge da hinten, das sind schon deren Fahrzeuge. Ja. Wie gesagt, einmal kurz so drauf zielen, dann hast du so zumindest ein bisschen. Du weißt ja zumindest grob, wie viel da rumläuft.
Mal schauen, ob wir einen Weg drumherum finden. Bist du lang? Ich habe gerade aktuell keine Lust, mich mit denen anzulegen. Ja, wie gesagt, man weiß halt nicht. Ich weiß nicht, was die Sache, was Sache ist. Ne? Gerade wenn es so ein Vierer-Fünfer-Trupp ist, ist das ein bisschen schwieriger, als wenn du so zwei Leute hast. Die zwei Leute kannst du nur wegholen. Vor allem, weil wir nur zu zweit sind. Wenn wir zu viert wären, wäre das was anderes. Aber wir werden das Ding eh nur zu zweit spielen. Ich weiß. Ich meinte nur, wenn wir jetzt ein Vierer-Trupp wären, wäre das, glaube ich, was anderes, mit mehreren Leuten umzugehen, aber zu zweit. Naja, klar. Ja, du musst ein bisschen ruhiger, ein bisschen taktischer durchgehen. Das ist halt genau das. Diesmal auch ein Mann, keine Frau. Ja. Man muss ja nicht immer weibliche Charaktere spielen. Ich glaube, bei The Division habe ich es gemacht, glaube ich. Habe ich auch einen weiblichen Charakter gespielt. Erreichen Sie die antiken Ruinen. Ah, genau. Benutzen Sie X, während Sie auf das Gegner zielen, um diese Ziele als Ziele markieren. Halten Sie dann X gedrückt, um einen Simultanschuss auszulösen. Okay, so kannst du sie markieren. Ich habe gerade Bananen gesammelt. Bananen? Ja gut, kann sein, um Leben oder so wieder herzustellen. Ein Gegner. Da ist noch einer. Zwei Stück. Ah, du kannst. Ja, ja, ich glaube aber nicht, dass es nur zwei sind. Wenn es nur zwei wären, wäre es super, weil dann könnte man es ausschalten. Willst du es ausschalten? Tja, das ist ja keine Spur. Sind Autos, oder? Nee. Das sind tatsächlich nur zwei. Welchen nimmst du? Warte, ich komme zu dir. Ich nehme den linken. Okay. 3, 2, 1, bumm. Also ich kann sie markieren und da kann man ja mal sagen mit A, B und so. Ne? Das ist dann immer einfacher, als wenn du sagst links oder rechts. Ja, links ist noch irgendwas. Ja, das sind Skull-Punkte oder was auch immer. Skull-Credits. Ich habe schon eingesammelt. Gucken wir uns mal hier kurz in dem Dorf, wo man dann nicht irgendwie noch was ist, was man vielleicht dann doch irgendwo gebrauchen kann. Mit dem Auto könnten wir auch fahren. Bleib lieber zu Fuß, wer weiß, was hier im Gelände sich noch versteckt. Ich wollte gerade sagen, wir sollten eigentlich so wenig Geräusche wie möglich zu machen. Aber es ist nur die eine Hütte, die, glaube ich, offen ist, alle anderen sind zu. Und da in der offenen ist nichts drin hinten. Ist zwar ein Stück zu gehen, aber. Ja, wie gesagt, man muss ja nicht trotzdem irgendwie große Aufmerksamkeit betragen. Muttergeräusche hört man ja trotzdem aus Entfernung.
Ich denke mal, Fahrzeuge, um größere Strecken zurückzulegen, weil das so 10, 15 Kilometer sind oder so zu der nächsten Mission, dann ist es vielleicht besser, ein Fahrzeug zu nehmen. Aber jetzt hier, aber glaube ich, erstmal noch nicht. Na, vor allem ist das nicht so wie bei Wildlands, wo du diese öffentlichen Straßen hattest. Du weißt ja hier nicht, was hier ist. Ja. Wie gesagt, wir beide kennen das Spiel gar nicht. Wir wollten es eigentlich schon mal lange gemacht haben. Oder angegangen sein. Jetzt hat es Gott sei Dank mal zeitlich gepasst. Aber ich mache, glaube ich, jetzt mal ein Folgenpäuschen. Gerade hier kurz eine neue Folge am Anfang. Das könnte sonst zu lange werden.